Hallöchen, zunächst den Mord vorstellen. Heute haben wir hier die mittleres Biogasanlagen-Pack in der Version 1.0. Ist für PC und Konsolen geeignet, also sprich für alle. Ist im Giants Mod Hub verfügbar. 30 MB groß, also völlig im Rahmen des Ganzen. Allerdings sind das ziemlich große Kübel hier, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ganz normale BGA, ich zeige euch das nicht so viel. Ich meine, nur mal so ein ganz grober Ansatz, wie groß das ist. Das eine ist eine 750. Ja, wir können mal kurz hingehen und die Sache mal kurz anschauen. Hier 57 kW Anlage. Da könnt ihr dann halt, wir strecken mal kurz ein in die Sache hier. Na, gucken mal rein, ist ziemlich lautes Teil. Ihr könnt hier reinschmeißen Gülle, Kartoffeln, Misch, Silage, Zuckerrübenschnitzel. Ihr seid unten. Ihr bekommt elektronische Ladung, Methan und Gärreste raus aus der ganzen Sache. Ja, also von dem her, je nachdem, was ihr halt habt, kriegt ihr umso mehr da Sachen raus. Müsst ihr halt reinschmeißen und dann praktisch aktivieren. Die hier hat natürlich einen größeren Behälter hier zum Reinkippen sozusagen. Und die andere hat auch einen kleineren. Ihr seht da unten, wie schnell es geht. Na? Ist aktiv, läuft die Sache. Wir haben schon ein bisschen Gärreste rausbekommen hier. Und alles sind ziemlich große Teile, aber ziemlich schön gemacht. Hier auch ein bisschen hier, ja, dreckig schon ein bisschen. Na, hier könnt ihr eure Sachen rausziehen hier aus der Sache. Wir laufen mal außen rum kurz. Wir können ja mal kurz ein bisschen höher gehen. Na, hier hinten hat es dann noch ein bisschen dick. Ja, ich sage jetzt einfach mal, nicht unbedingt Dekoration, aber ja, ihr seht selber. Na, die eine, die hat die 3 hier und hier, die andere, die hat halt nur die 2 hier. Und da ist auch der Einfüllstutzen, wenn ich es mal so nennen darf, ein bisschen kleiner hier geraten. Ne? Logischerweise, das ist bloß eine 400er Anlage. Aber man kann genau das gleiche wie bei der anderen reinschmeißen. Wir können ja mal kurz reingucken. Na? Da könnt ihr auch mit einer kleinen Maschine noch das Zeug reinschmeißen. Das funktioniert genauso. Ihr seht hier, na, also ihr kriegt hier genau das gleiche raus. Ich blätter mal kurz durch. Ihr könnt ja dann Pause drücken, wenn ihr was genauer sehen wollt. Ich mache es nochmal kurz hier. Genau. Also eine feine Sache. Das Ganze, wie gesagt, auch, glaube ich, schon gesagt, fehlerfrei. Ihr seht selber. Von dem her, doch eine ziemlich gute Sache hier. Und ja. Fein, fein. Wer es haben will, wie immer, Link unten in der Videobeschreibung. Und dann viel Spaß damit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.